Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, im letzten oder einer der letzten Videos habe ich ja dazu aufgerufen, dass ihr meinem Discord-Server joinen könnt, weil wir dort eine neue Rubrik aufgemacht haben, die sich halt nennt eure Shakes and Fidget-Wünsche. Was für Vorstellungen ihr habt, was für Wünsche ihr euch für das Game noch so vorstellt. Und ja, da kamen einige coole Sachen zusammen. Vielen lieben Dank auch an alle, die gejoint sind und herzlich willkommen. Wir sind jetzt auch dort über 1000 Mitglieder, ja. Ja, Link dazu auch weiterhin unten in der Videobeschreibung. Und solche Channels bzw. solche Ideen sind sehr, sehr wichtig für das Spiel und ausschlaggebend und solche Anregungen und Denkanstöße für die Entwickler sind auch immer sehr hilfreich auf jeden Fall. Und in der Vergangenheit haben wir ja auch mal Videos gemacht, wo ich euch quasi gefragt habe, was ihr euch noch wünscht. Und dann haben wir nach dem ja, Like-Prinzip in den Kommentaren, welcher Kommentar am meisten Likes hat, haben wir dann 10 ausgesucht und davon dann halt die 10 besten kamen dann ins Video. Und diese habe ich dann weitergeleitet an Playa. Ja, und dort wurden tatsächlich auch ein paar Sachen umgesetzt, zwar jetzt nicht 1:1, aber man merkt, dass die Entwickler sich so ein bisschen hier und da ein paar Anregungen rausschnappen und das dann auf ihre Art und Weise umsetzen, so ungefähr, ne? Und deswegen danke ich euch auf jeden Fall für euer Feedback und ihr könnt weiterhin immer noch sehr gerne Feedback hier auf dem Discord-Server in dieser Rubrik lassen und ja, wer weiß, vielleicht, wahrscheinlich, denke ich mal, guckt der ein oder andere auch zu, der ein bisschen enger, sag ich mal, in Kontakt steht zu Playa. Wie gesagt, ich kann selbst die Information auch weitergeben und jo, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen drauf eingehen, was ihr euch so gewünscht hattet, was für Vorschläge ihr hattet. Und ja, da kam ein bisschen was zusammen, aber sehr gute teilweise Vorschläge und auch sehr umfangreiche Vorschläge. Ja, und wenn wir hier ein bisschen hochscrollen, haben wir hier so ein paar kleine Sachen, wie zum Beispiel hier die Animation könnte vom Druiden ein bisschen überarbeitet werden. Das ist eine sehr coole Sache. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich Druide selbst gar nicht spiele. Hier haben wir schon einen sehr niceen Vorschlag. Da muss ich sagen, Hut ab. An der Stelle ein sehr gut ausgearbeitetes System und mal jemand, der auch mit Balancing da an die Sache rangegangen ist, zu einer neuen Klasse. Letztes Mal war es ein April-Scherz, ja, was Necromancer anging. Hier haben wir den Schaman und ja, wer sich das durchlesen möchte, wie gesagt, kann gerne auch hier ins Forum schauen oder über Discord hier auf diesen Link greifen. Und hier wurde auch tatsächlich direkt der Vorschlag zum Schaman mehr oder weniger wahrscheinlich dann so Healing-technisch, denn in diese Healing-Richtung gegangen, nutzt hier Totem und Seelenmagie, also sowas, was ich letztes Mal auch so als Spaß hatte, und hat sich hier auch richtig Gedanken gemacht mit dem Balancing zu den anderen Klassen, die momentan gerade im Game sind. So eine ausgearbeiteten Sachen. Ich weiß nicht, wie sehr das angenommen wird, keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz genau, ob da denn intern nochmal irgendwie was überarbeitet werden muss, aber das sieht mir hier schon sehr krank nach einem Vorschlag aus, den man eigentlich kopieren, einfügen könnte, je nachdem. Ja, und das ist eine richtig coole Vorfertigung und deswegen vielen lieben Dank auch an der Stelle. Wer sich das, wie gesagt, genauer durchlesen will, kann das gerne tun. Der Link ist ja hier auf jeden Fall am Start. Ja, dann haben wir hier so ein paar kleine Sachen wie Demon Hunter. Der sollte ja auch in einer der letzten Shows, ich weiß nicht mehr welche es war, dort wurde ja auch angekündigt, dass so ein bisschen Klassenbalancing passieren soll. Das ist bisher noch nicht passiert, kommt vielleicht noch in Zukunft. Mal schauen, wer weiß, wann das eventuell kommt. Hier haben wir auch einen sehr geilen Vorschlag vom Charlie. Ja, der hatte hier auch hinzugegeben, dass halt eben die fehlende Aktivität auf alten Servern zum Tragen kommt bei manchen Spielern in manchen Gilden und dass man eventuell ja vielleicht die Ritterhalle höher als 20 ziehen kann, was ich auch sehr nice fand und zwar mit den gleichen Kosten wie Stufe 20, Ritterhalle 20 gekostet hat. Und falls jetzt irgendwie ein paar Leute die Ritterhalle nicht so hoch haben sollten oder ein paar Leute, ja weiß ich nicht, vielleicht sogar weniger als 50 Mitglieder in der Gilde sind, dann ist die Ritterhalle natürlich weiter unten. Das heißt, jeder kann selbst entscheiden, wie hoch er die zieht, muss dann dafür die Ressourcen opfern, ja, und hat dann zum Beispiel Ritterhalle 21, 22, 23, je nachdem, und kann diese Punkte dann ausgleichen. Ne? Das Gleiche gibt es ja schon, wenn man hier bei den Ausbauten, sag ich mal, man kann ja seinen eigenen Skill auch so hochballern, wie man will, ne? Aber er muss halt nicht so hoch sein,
Ja, also wenn halt jeder 10-10 hat, dann ist der Vollausbau halt eben auch da, so, ne? Und deswegen, ja, man kann das aber natürlich auch höher machen. Ich glaube, auf diesen einen Server, ich glaube, das war Japan gewesen, da gibt es so eine Ein-Mann-Gilde, da ist ein Typ drin in der Gilde und der ist irgendwie auf Platz 1 oder so, den hatte ich schon mal in einem Video gezeigt und vorgestellt. Ja, der hatte irgendwie ja, die Ausbauten komplett alleine gecarried, also das ist auch möglich. Und warum sollte das nicht auch bei der Ritterhalle gehen? Ja, nimmt man einfach die Kosten von Ritterhalle ja, 20, die man haben muss, das sind sehr, sehr viele Ressourcen, die man dafür aufbringen muss, ist dementsprechend teuer, bringt aber dementsprechend halt auch viel, so wie hier. Wenn jetzt noch 8 Punkte fehlen, kann vielleicht jemand ausgleichen so. Und das wäre auf jeden Fall eine coole Sache und ein nicer Vorschlag von Charlie auch hier an der Stelle. Ne? Dann, ja, was haben wir noch? Hier haben wir zum Beispiel auch wieder einen Klassenvorschlag, zum Beispiel, ne? Und ja, verschiedene Dungeon-Vorschläge haben wir hier auch, ne? One Piece Dungeon. Da gibt es auch, da sind die Möglichkeiten endlos, sag ich mal, was es da an Dungeons, was man da an Dungeons ins Spiel bringen kann. Ne? Man muss nur gucken, dass es einigermaßen irgendwie zum Genre passt von Shakes and Fidget. Ne? Da muss man immer so ein bisschen drauf achten. Und ja, hier wurde auch geschrieben, dass zum Beispiel die Petkämpfe ein bisschen besser gebalanced werden könnten. Das ist auch ein Fakt, der mir auch aufgefallen ist, wo ich auch sagen muss, dass das komplett random ist nachher. Und ja, Server-Merges wurden sich ja auch gewünscht von der Tsunami, dass das Spiel bugfreier ist. Ja, das hatten wir ja schon am Anfang. Und ja, von der Alraune hier auch nochmal ein Vorschlag. Deswegen macht gerne weitere Vorschläge. Eventuell wird es gesehen, eventuell wird es gehört. Denkanstöße sind auf jeden Fall immer eine gute Sache, wichtig und richtig an der Stelle. Und deswegen, ja, wie gesagt, in der Vergangenheit wurden Vorschläge gemacht, die teilweise in die Richtung umgesetzt worden sind. Wie gesagt, es wurde sich schon lange gewünscht, dass ein bisschen mehr Features für die Gilde erscheinen sollen. Was ist passiert? Der Hellevator kam, was ein sehr geiles Update war für die Gilden halt und die Gildenaktivität. Und man konnte dort sehr gut sehen, wer aktiv ist, wer nicht aktiv ist. Und das förderte auf jeden Fall auch den Zusammenhalt und die Aktivität, wie gesagt, der Gilde. Und so sollte das hoffentlich, denke ich mal, auch weitergehen. Ich weiß, in der Vergangenheit wurden sich viele Sachen gewünscht in Richtung Server-Boss. Ja, das war auch der Top-Comment gewesen in dem Video, was ich mal gemacht hatte, wo ich euch direkt gefragt hatte, was ihr euch wünscht. Ja, das hatte richtig viele Likes gehabt auch. Und ja, sowas in die Richtung kam jetzt bisher noch nicht. Hellevator war schon ein leichter Schritt in die Richtung, war aber mehr auf das Thema Gilde anstatt auf das Thema irgendwie. Ja, Server-Boss oder sowas gelegt. Obwohl, ich muss nach wie vor sagen, das ist auch immer noch eine sehr coole Idee, was ich auch sehr feier, wo der ganze Server halt mit dran beteiligt sein muss und wo man halt als Server so gegen einen Gegner ja, antreten muss, anstatt Gilde gegen Gilde. Ne? Was natürlich eigentlich auch der Hauptfokus ist von dem Spiel, dass man sich unter den Gilden auch so ein bisschen beweist und so. Ne? Und ja, da könnte ich euch an der Stelle auch einfach nochmal fragen. Ne? Wie gesagt, wenn ihr nicht unbedingt den Discord-Server joinen wollt, dann könnt ihr auch gerne hier unter dem Video in die Kommentare schreiben, was ihr euch noch so wünscht in Shakes and Fidget, was so eure Traumvorstellung ist, was euch auf der Seele brennt, was ihr unbedingt im Spiel haben wollt, aber ja, weiß ich nicht, bisher noch nicht kam. Und ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die mich auch sehr interessieren, was so die Wünsche der Community sind. Und dementsprechend kann man das dann halt auch in der Zukunft ja, weiterleiten. Man kann darüber im Stammtisch auch reden und ja, kann halt, wie gesagt, die Dinge diskutieren und eben sich darüber Gedanken machen. Und deswegen, wie gesagt, sind solche Denkanstöße immer eine feine Sache. Vor allen Dingen, weil es halt eben auf dem, ja, sag ich mal, auf dem Wunsch der Community beruht, so, ne? Wie gesagt, ich will jetzt nicht hier mich irgendwie als Sprachrohr oder sowas hinstellen, das ja, bin ich auch definitiv nicht. Aber ich kann auf jeden Fall Sachen vielleicht in die Wege leiten, die, ja, vielleicht halt eben das Potenzial haben, ins Spiel ja, zu gelangen. Und dann denke ich mal, ist das halt auch vom großen Vorteil für halt eben die Entwickler, die sich vielleicht so ein bisschen weniger brainstormen müssen und ein bisschen mehr auf die Wünsche der Community hören. Und ja,
Das, wenn das, wie gesagt, realisierbar ist. Wie gesagt, das müssen Sachen sein, die halt eben ja auch umsetzbar sind, sag ich mal. Und ich glaube, dass in Zukunft auch uns viele Sachen noch erwarten werden mit dem neuen Backend, wo ja halt, wie gesagt, ein bisschen mehr drauf möglich sein soll, halt als auf ja, der Serverversion, auf der die meisten Server noch aktuell basieren. Ne? Ist ja jetzt nicht mehr überall der Fall. Wir brauchen nur mal einen Blick wieder mal in die internationale Ehrenhalle gucken. Denn, huch, hier ist sie noch gar nicht aktualisiert, aber tatsächlich auf meinem Server, wo das neue Backend schon drauf ist, dort ist die neue Ehrenhalle schon da. Ne? Das, ja, die Server werden halt einfach schneller aktualisiert oder besser gesagt, die Updates werden da halt raufgebracht, weil halt eben das neue Backend schon drauf ist. Und man sieht hier unten schon, es kommt hier wieder zu Fehlermeldungen, die eingehend auch schon mal aufgetreten sind mit dem Aufspielen des neuen Backends. Ja, die Sachen wurden wieder behoben. Ich frage mich aber immer wieder, warum die Fehler schon wieder auftreten, wenn sie doch in der Vergangenheit schon aufgetreten sind. Warum kann man die nicht im Vorhinein schon aus dem Weg räumen, so. Das sind Sachen, die verstehe ich noch nicht so ganz, weil man sieht hier auf jedem Server, wo das neue Backend drauf ist, sind hier absurde Zahlen. Ja, also ich glaube nicht, dass dies in 10 Leben möglich sein wird, dieses Level zu erreichen. Und wie gesagt, chinesische Zeichen hier am Start auf den Servern, wo das Backend schon drauf ist. Und wenn wir mal auf den Discord-Server schauen, dort haben wir ja die Liste der Server, wo die ja, Backends schon drauf gespielt worden sind. Und deswegen kommt das hier auch ganz gut hin, dass Entschuldigung, dass halt hier eben ja diese Server halt auch betroffen sind. Meistens sind es momentan die polnischen Server irgendwie. Da wurden viele Sachen drauf gespielt. Ja, mir wurde gesagt, wo die Popularität noch nicht ganz so hoch ist. Und dementsprechend ein bisschen weniger risikobehaftet ist. Dort werden zuerst die Sachen draufgespielt, als vor diesen ganzen Mega-Servern, wie W50, S1, W1, so, wo halt viele, sehr, sehr viele Leute drauf sind und sehr viel auch passieren kann. Ne? Ist natürlich auch doof, sag ich mal, da diese Server hier ja auch betroffen sind. Ne, und dort ja dementsprechend auch Leute drauf spielen, zwar nicht so viele, aktiv mehr wahrscheinlich. Ne? So ging es mir ja halt auch eben hier auf S31 anfangs. Aber trotzdem ist es natürlich doof für die Leute, die dort spielen. Ne? Nichtsdestotrotz, ja, weiß ich nicht, muss das nicht unbedingt sein irgendwie. Also ich stecke da jetzt auch nicht in der Technik drin. Aber Fehler, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, die müssen nicht nochmal in der Gegenwart auftreten. Das ist auf jeden Fall so meine Meinung dazu. Und ja, wie weit das aber umsetzbar ist, keine Ahnung. Wie gesagt, mich braucht man nicht da hinter dem PC setzen und da irgendwie IT-mäßig irgendwas da am Coding fixen. Ja, also da sehe ich null durch. Ne? Aber da bin ich halt auch nicht, ja, da bin ich halt eben der falsche Ansprechpartner für. Aber das ist auch halt eben gar nicht meine Aufgabe. Dafür gibt es Leute, die halt eben fähig sind, die dafür bezahlt werden und die dafür halt auch eben das Ganze gelernt haben. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, ja, falls ihr noch weitere Anregungen habt, guckt gerne in die Beschreibung, in die Videobeschreibung. Dort gelangt ihr zum Discord-Server. Dort könnt ihr noch eure Ideen weiterhin teilen. Ne? Ansonsten sind wir ja hier auch auf W50. Jetzt nochmal ganz zum Schluss zwar zum Video, aber trotzdem möchte ich nochmal darauf hinweisen. Falls ihr auf W50 auch spielen solltet, ne, dann könnt ihr auch weiterhin immer noch gerne auf die Warteliste von unserer Gilde kommen, von der Holzfällerhütte. Da schreibt ihr einfach einen von den Offizieren an, ja, und sagt, ihr wollt eventuell auf die Warteliste, ne. Falls ihr euch in eurer Gilde unwohl fühlt oder wechseln wollt, je nachdem, kann man das, denke ich mal, auf jeden Fall vereinbaren. Ansonsten bei den Störartigen, bei unserer Community-Gilde, ihr seht schon 47 Mitglieder, da ist auf jeden Fall ein bisschen Potenzial, da könnt ihr auf jeden Fall rein. Ist meistens größtenteils die Discord-Community dahinter. Also wie gesagt, sind alles Leute aus der Community hier, also ja, viele, die sich auch untereinander kennen und die halt hier Teil der Community halt auch sind auf YouTube oder in Discord. Und dort könnt ihr auch gerne joinen. Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall sehr ja, benutzerfreundlich, sag ich mal. Ne? Man braucht kein hohes Level. Hauptsache, ihr seid aktiv.
Ihr könnt Free-to-Play hier auch zocken in der Gilde. Es ist wirklich nur die Aktivität gefragt. Deswegen ist die Gilde hier auch sehr anfängerfreundlich und offen jedem aktiven Spieler gegenüber. Okay, alles klar, Leute. Das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.